Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute basteln wir das Häuschen von einer der bekanntesten Zeichentrickfilme, die man überhaupt kennen sollte, und zwar von Asterix und Obelix, und wir bauen auch das Haupthaus von Asterix und Obelix. Viel Spaß dabei! Zuallererst geht's wieder an unsere berühmte Kiste ran. Und dann holen wir uns erstmal ein bisschen glatten Sandstein raus, denn Eichenholz, Fichtenholz, am besten die Baumstämme, wo überall die Rinde ist. Weiter geht's denn, dass wir uns noch ein paar Knöpfe holen. Ich empfehle euch einfach mal hier die schwarze Eichenholzscheiter. Man kann auch Steinknöpfe nehmen, wenn man möchte. Andernfalls holen wir uns noch abgezogenes Fichtenholz, da von dieser Baumstämme, wo die Rinde ab ist. Dann holen wir uns noch mal ein paar Fichtenzäune, denn Fichtenfalltüren, Schwarzeichenholztreppen und davon nochmal die Stufen. So, zuallererst wollen wir natürlich unseren Grundriss zeichnen. Dabei schnappen wir mal erstmal unseren glatten Sandstein und dann setzen wir einfach mal irgendwo jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke erstmal gerade hin. Wenn wir das haben, ja, müssen wir noch wissen, wie weit nach hinten es geht nach unseren 13 Blöcken. Wir schnappen mal unser Eichenholz und Fichtenholz. Und wir gehen jetzt erstmal mit den Eichenholzstämmen. Und zwar setzen wir einen jetzt einfach mal vor unseren Sandstein hin, lassen einen Block immer frei und setzen uns wieder einen hin. Mal gucken, wie viele wir uns wieder davon setzen müssen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 mal diesen Baumstamm setzen wir uns hin, lassen dazwischen immer einen frei und den füllen wir dann einfach mal aus mit unseren anderen Holzblöcken. Und wenn wir dann dieses Muster haben, geht es wieder mit den Sandstein los. Und einfach hier bei unserem Fichtenholz setzen wir unseren Sandstein an. Und machen den hier auch wieder 13 Blöcke lang. Wir können dann vorne gucken, wie lange wir das schon haben. Und wenn wir hier auf der anderen Seite sind, müssen wir einfach nur noch hier unsere Baumstamm oder unsere Baumstämme einfach wieder hier in dieses Muster einfach mal einmal drin platzieren. Und wenn wir das Ganze haben, geht es jetzt ran, das Ganze auch hochzuziehen. Wir schnappen unseren glatten Sandstein und ich würde mal sagen, vor der Rückseite ist eigentlich komplett gleich aufgebaut. Wir beginnen erstmal hier eine zweite Schicht drauf zu machen. Dann gehen wir eine Seite wieder oder erhöhen das Ganze so, dass wir an der Seite immer einen frei haben. Dann machen wir uns hier wieder so einen hin. Also wir machen uns so wie so eine Treppe, ne? Erstmal hier so zwei Blöcke. Und das machen wir insgesamt fünfmal, ne? Das heißt, jetzt hier machen wir schon das dritte Mal. Dann gehen wir wieder ein, so mehr nach innen rein, ne? Dass wir dann hier wieder eine Zweier-Ebene haben. Und das machen wir halt fünfmal, wie gesagt, ne? Wir haben 1, 2, 3, 4 schon. Dann machen wir es noch ein fünftes Mal. Und danach machen wir nur noch hier oben eine ganz normale kleine Pyramide drauf. Und fertig ist das Ganze. Natürlich dürfen wir auch nicht die Rückseite vergessen. Wenn wir Vorder- und Rückseite soweit haben, geht es natürlich nur an die Seiten. Wir wollen das Dach natürlich jetzt zuziehen. Bei Asterix haben sie eigentlich nur Holzstämme an den Seiten. Das heißt einfach, ich fange jetzt einfach mal mit den Fichtenholzblöcken an. Wir platzieren die eigentlich genauso, wie wir jetzt hier das alles haben. Setzen uns das Ganze einmal hoch. Nur ganz oben in die Mitte, die lassen wir erstmal noch so frei. Auf der anderen Seite geht es natürlich so runter mit unserem Muster, wie wir das haben. Und dann können wir eigentlich erstmal das hier natürlich hier einmal zack, zack auf beiden Seiten so hochziehen. Haben wir unser Dach dann einmal drauf platziert, machen wir noch einen weiteren Schritt. Und zwar bleiben wir immer noch mal bei unseren Fichtenholz und Eichenholz. Und zwar erhöhen wir das Ganze hier oben noch um eine weitere Reihe. Überall setzen wir halt noch mal eine Reihe rauf. Und wenn wir dann ganz oben noch zwei, also halt diese Zweierschicht noch gemacht haben aus einer, holen wir uns mal bitte die Eichenholzstämme und Fichtenholzstämme mit unserem, ja, Muster einfach mal raus, ne? Hier mit den Jahresringen, die, sag ich mal, immer beim Baumstamm sind. Und zwar wollen wir jetzt erstmal das Fichten oder die Fichtenstämme mit unseren Jahresringen verwenden. Und zwar einmal hier ganz oben, dass wir hier einfach mal so unsere Baumstämme uns einmal langziehen. Wir haben hier oben so einen ganz fetten, den können wir uns hier einmal so langziehen auf beiden Seiten und lassen die noch ruhig immer einen überstehen. Und dann wollen wir die vorne auch noch und auf der Rückseite auch noch ein bisschen verteilen. Ich habe mir das mal kurz markiert, damit das hier relativ fix geht. Und zwar, wir nehmen immer noch unseren Fichtenstamm, beginnen hier auf der Vorderseite, dass wir erstmal unten die erste Reihe so, hier sag ich mal, von dieser Baumstammreihe in Ruhe lassen. Ab der zweiten setzen wir unten einfach mal gleich hier eine ran. Das Ganze lassen wir immer einmal überstehen. Dann geht es hier zur nächsten Höhe. Setzen wir einfach hier oben in der Ecke auch nochmal zwei Baumstämme. Dann geht es wieder die nächste Reihe hoch. Den lassen wir in Ruhe. Und gleich hier bei denen setzen wir einfach vorne nochmal so einen Baumstamm ran. Ja, wir machen es auf der anderen Seite einfach synchron. Die erste Reihe in Ruhe lassen. Hier beim zweiten Baumstamm setzen wir gleich hier unten einen an. Bei der nächsten hier einfach ganz oben. Den nächsten lassen wir in Ruhe. Denn hier ab der fünften Zweier setzen wir einfach wieder hier unten einfach mal einen an. Und der letzte ist natürlich hier oben unsere Mitte. Ja, das machen wir dann natürlich noch einmal auf der anderen Seite. Natürlich den auch wieder komplett gleich. Nur, dass wir unten anfangen ab dem zweiter Höhe hier setzen wir wieder zwei hin. Dann hier gleich, zack, darunter wieder zwei hin. Hier oben dann auch nochmal zwei. Und so geht das dann halt hier auch wieder runter. Ne? Das sind so ein bisschen unsere Befestigungen. Und zwar, wofür sind die befestigt? Kann ich dir gleich zeigen. Aber vorher machen wir noch den Schritt, dass wir überall noch ein paar Knöpfe anbringen. Auch ganz oben machen wir das. Das machen wir natürlich nicht nur auf der
Rückseite wie dann auch auf der Vorderseite. Aber bevor wir noch auf die Vorderseite gehen, schnappt euch mal nochmal eure Eichenholzstämme. Und zwar wollen wir jetzt hier einfach mal so ein, ja, eigentlich immer einen hier so platzieren. Ne, dass hier die Stämme halt nach oben sind. Ich würde euch empfehlen, einfach mal nur einen zu setzen. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, wir haben hier beide Farben, dann könnt ihr auch beide hier setzen. Aber ich finde irgendwie, das sieht schöner aus, wenn wir hier zwischen immer noch eine Lücke haben. Und dann machen wir das einfach mal, ne? So, wir kommen auf der Vorderseite an, natürlich dann hier auch nochmal, setzen wir überall unsere Knöpfe hin. Aber nur die Knöpfe platzieren, das wollen wir nicht. Von daher geht es jetzt los mit den abgezogenen Fichtenholzblöcken oder Stämmen. Und zwar fangen wir vorne an, suchen uns erstmal die Mitte raus, eigentlich leicht zu entkennen. Wir können hier einfach mal gucken, wir haben auf jeder Seite dennoch etwa 6 Blöcke, haben wir hier und hier haben wir auch 6 Blöcke. Dann schlagen wir hier einfach mal in der Mitte so eine Dreierfläche raus, das Ganze können wir auch ruhig auf eine Dreierhöhe machen. So, an den Seiten setzen wir einfach mal unsere Baumstämme komplett bis nach oben hin. Und dann würde ich sagen, jetzt immer über unseren Baumstämmen, die wir uns hier so markiert haben, schlagen wir einfach mal die Reihe hier von Sandstein weg und können da einfach mal unsere Baumstämme hinsetzen. Das ist ja, sage ich mal hier, dass es so ein bisschen getragen wird. Obwohl, jetzt habe ich euch ein bisschen was falsch erklärt. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und zwar, wir lassen das Ganze doch lieber überstehen. Genau. Machen wir uns nicht die Arbeit, schlagen noch was weg. Wir wollen das überstehen lassen. Das heißt, hier machen wir das auch. So, dass es hier, so übersteht. Ne, und dann auch hier machen wir auch so, dass es einfach übersteht. Ne? Genau, so machen wir das. Und wenn wir schon gleich dabei sind, Massenarbeit mögen wir ja von da auf der Rückseite auch. Immer auf unseren Baumstämmen setzen wir einfach hier so eine Reihe rüber. Und das machen wir halt dreimal, weil wir das Ganze auch dreimal hier so platziert haben mit den Baumstämmen. Ne? Eigentlich relativ simpel. Ich bin wieder auf der Vorderseite und zwar wollen wir noch ein paar Fenster uns basteln. Zwei befinden sich genau neben unserem Eingang. Wir lassen einfach einen Block oder eine Blockreihe hier Platz von Sandsteinen, schlagen dann hier die zwei einfach mal weg. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Einfach hier, da tauchen wir weg. Wenn wir die Fenster freigehauen haben, setzen wir da einfach mal unsere Zäunchen rein. Das machen wir natürlich hier einmal bei beiden Fenstern auf der Vorderseite. Und danach können wir eigentlich gleich davor noch, würde ich mal sagen, einfach zwei Falltüren setzen. Dann würde ich darauf auch nochmal zwei Falltüren setzen. Ne? Dann haben wir hier noch so ein kleines Brettchen vom Fenster. Und wenn wir das einmal unten gemacht haben, wollen wir das nochmal ein bisschen weiter oben machen. Und zwar, sage ich mal, hat Asterix hier oben auch noch ein Fenster. Und zwar einfach genau hier diese Dreiermitte. Jetzt muss ich mir natürlich meine Vormarkierung wieder ein bisschen austauschen. Und sieht das ein bisschen doof aus. Und zwar wollen wir hier jetzt auch noch ein Fenster machen. Da ist jetzt aber kein Fichtenzaun. Drin platziert, das ist einfach so ein offenes Fenster. Da würde ich einfach mal sagen, platzieren wir uns einfach mal unsere Falltüren hier rein. Man kann sich natürlich auch, sag ich mal, das Ganze einrichten. Ist auch super für ein Survival, finde ich, das Häuschen. Falls du es dir natürlich nicht einrichten willst, wäre jetzt schon eine Idee für dich. Und zwar, du nimmst ja einfach einen hellblauen Beton, falls du es natürlich als Deko machen willst, und kannst dir das Ganze hier einfach mal, ja, einfach verkleiden, ne? Weil ich finde immer, wenn es hohl ist, wenn man da reingucken kann, dann ist es doof. Von daher verkleide ich mir das. Und dann passt das Ganze hier, ne? Wir könnten eigentlich noch vorne bei der Tür eigentlich noch eine Schwarzeichenholzstufe noch darunter setzen. Und wenn wir schon beim Schwarzeichenholz sind, würde ich sagen, oben beim Fenster wollen wir auch noch ein bisschen was machen. Ich setze mir in der Mitte, können das ruhig zweimal machen. Einfach unsere Stufen hin und an den Seiten machen wir unsere Treppen hin. Natürlich auch so an der Seite, dass die, sag ich mal, so, nicht so, sondern so, ne? Sag ich mal, mit der Vorderfront nach in die Mitte gucken. Und dann bei der zweiten Treppe machen wir die so, dass die einfach so anecken, ne? Dann wirkt das Ganze doch besser. Genau, dann haben wir unsere Vorderseite eigentlich so schon abgeschlossen. Dann wollen wir nur noch unsere Rückseite ein bisschen besser machen. Auf der Rückseite hat man bei Asterix nie gesehen, ob da Fenster sind. Man kann sich natürlich auch, wenn man möchte, noch ein Fenster hinbasteln. Ansonsten möchte ich mir das einfach ein bisschen verstärken. Jetzt gucken wir mal an den Seiten. Wir lassen uns hier 4 Blöcke Platz. Auf der anderen Seite lassen wir auch nochmal 4 Blöcke Platz. Jetzt setzen wir die Baumstämme aber wirklich ins Mauerwerk rein. Denn wir haben ja, sag ich mal, die Baumstämme schon, die sind ja ein bisschen hervorgehoben. Da brauchen wir die jetzt nicht unbedingt noch hervorheben. Die platzieren wir einfach mal so rein. Wie gesagt, an den Seiten 4 Blöcke Abstand. Und dann zur anderen Strebe hier sind so 3 Blöcke Abstand. So, das machen wir insgesamt hier, würde ich mal sagen, bis zur zweiten Baumstammreihe, die wir uns ja hier so ein bisschen überstehen gelassen haben. Und danach suchen wir nur noch die Mitte raus und können dann hier das Ganze einmal bis nach oben ziehen. Und dann ist das Ganze doch sehr stabil und sollte unser Häuschen auch alles halten, ne? Dann geht es weiter, dass wir immer noch unseren glatten Sandstein behalten. Aber jetzt kommen noch Sandsteintreppen dazu. Dann holen wir uns noch ein bisschen Bruchstein raus und davon auch nochmal die Treppen. Nun beginnen wir mit den Schornsteinen bei unserem Häuschen. Wir fangen auf der rechten Seite von unserem Dach an. Wir haben ja hier, sage ich mal, immer zwei Ebenen vom Dach. Ab der vierten Ebene legen wir los. Wir können nochmal zählen. Erste Ebene, zweite, dritte, vierte. Ab der vierte lassen wir hier vorne einfach 7 Blöcke Platz. Wir gucken mal hier kurz mit Markierungsblock. 3 hier, Mitte 7. Also legen wir hier los. Schlagen dann einfach mal hier 2 Blöcke weg. Tauschen die mal durch unseren Sandstein ein bisschen aus. Da würde ich sagen, machen wir noch eine dritte Ebene rauf. Und da können wir dann gleich mal unsere Treppen machen. Nun platzieren wir hier. Zack, zack, die nächsten 2 Blöcke, die können wir jetzt auf eine Höhe setzen von insgesamt 6 Blöcke. Da zählen wir den schon mit, also 1, 2, 3, 4, 5 und 6.
So, das Ganze können wir hier natürlich einmal so hochziehen. Und ich würde sagen, den Schornstein machen wir ein bisschen dicker. Das heißt, ich würde mal sagen, den machen wir auf eine 4er Fläche und ziehen ja die anderen Seiten einfach mal hinterher. So, wenn wir das haben, können wir oben noch abschließen, indem wir hier einfach mal unsere Sandsteintreppen nach oben miteinander verbinden und fertig ist unser Schornstein. Wer möchte, kann das Ganze jetzt so lassen. Oder wir machen noch so, dass der Putz ein bisschen vom Haus abfällt. Wie gesagt, die Hütten stehen ja schon ewig im Dorf. Dann nimmt ihr einfach ein bisschen Bruchstein, ein bisschen Bruchsteintreppen und tauscht da einfach mal ein paar Blöcke aus. Ihr könnt ihr ruhig ein bisschen das Ganze austauschen. Zack, zack, geht ihr hin. Ich würde nicht jetzt so da übertreiben, dass überall ein bisschen was fehlt. Also einfach wirklich hier nur so ein bisschen, was hier ein bisschen abgebrockelt ist. Ne, so ein bisschen verteilen können wir das ruhig. Und dann haben wir das eigentlich fertig. Mehr braucht man da nicht machen. So ein bisschen, das reicht schon völlig aus. Und wer möchte, kann auch gerne noch bei unserem Häuschen auch noch ein bisschen was wegtun. Einfach hier noch hingehen und dann setzt du hier noch ein paar Bruchsteinblöcke einfach hin. Einfach so ein bisschen verteilen ins Mauerwerk. Natürlich auf der Vorder- wie Rückseite denn. Zu guter Letzt holen wir uns einfach noch ein paar Treppen raus. Da kannst du auch gern variieren, was dir besser gefällt. Wir holen uns einfach mal ein paar Tropenholztreppen raus. Birkentreppen, bemooste Bruchsteintreppen, dann nochmal Steinziegeltreppen. Dann holen wir uns noch Niederziegeltreppen raus. Dann Ziegeltreppen, dann holen wir uns noch ein Fass raus. Eichenholzstufen und Fichtenzaun. Erstmal ein bisschen zu Deko. Also, eigentlich ist das alles Deko. Zum Beispiel hier vorne bei der Tür nehmen wir einfach mal ein Zauntor. Dann würde ich sagen, wir könnten theoretisch, also in den meisten Folgen oder wenn ich so Bilderchen sah von Asterix, hatte der vorne noch so eine kleine Sitzecke, ne? So eine, ja, kann man machen, hier so eine kleine Bank hier vorne. Dann könnte man da vielleicht hier noch so ein kleines Fässlein hier nach vorne platzieren, vielleicht so, dass es nach oben guckt. Und dann wäre die Deko eigentlich schon abgeschlossen. Natürlich, man kann sich noch so einen kleinen Graspfad setzen, ne? Ein bisschen, ja, ein paar Gräser an den Seiten, damit es doch nicht so alles glatt ist. Aber ansonsten hingen noch über, sag ich mal, über den Eingang noch ein paar Schilde, ne, von den Geiern. So, da können wir uns natürlich so ein kleines Schild auch ein bisschen basteln. Ich würde einfach sagen, hier nehmen wir einfach ein paar verschiedene Treppen und formen wir uns so ein paar Schilder einfach mit. Da kannst du jetzt auch gerne halt andere Treppen nehmen, so ein bisschen die Farbe ein bisschen ändern, wie du möchtest. Man muss hier so gucken, dass die auch wirklich so alle miteinander haften. Hier in der Mitte, sag ich mal, können wir nicht unbedingt ein Zweier-Schild machen. Hier müssen wir ein Dreier-Schild machen. Dann nehme ich mir einfach mal meine Sandstein- oder nicht Sandstein, ich meine einfach meine Steinziegeltreppen und platziere mir die hier so zu so einem kleinen Schild. Ist ein bisschen breiter, vielleicht ist es das von Obelix, ne? Wir wissen es nicht. Ja, dann können wir uns hier auch nochmal so ein Schild einfach mal machen. Einfach hier nehmen wir unsere Treppen und formen uns hier das Ganze so ein bisschen. So, am besten auch zwei unterschiedliche Treppen, ne? Dann haben wir auch so ein schönes Muster. Und schon könnte Asterix einziehen. Wie gesagt, man kann sich das auch eigentlich super auch einrichten für einen Survival-Modus und ich glaube, das ist wirklich ein Hingucker, wenn ihr euch das irgendwo hinstellt und dann habt ihr mal Leute auf dem Server und denkt so, ey, da, was ist das denn für ein Baustil? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, bist du immer zufrieden mit der Baufolge. Jetzt steht das Häuschen von Asterix und Obelix. Jetzt kannst du eins den Zaubertränke brauen und ein paar Römer verbrühen. Ja, ansonsten bedanke ich mich für fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen und hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.